Wir sind Sophie und Freya und seit heute Morgen sind wir vor der RWE-Zentrale in einem Container eingeschlossen, weil RWE endlich Verantwortung fürs Klima übernehmen muss. Wir fordern von Konzernchef Schmitz, die Umsiedlungen zu stoppen und für den Erhalt des Hambacher Waldes zu sorgen. Hallo, wir geben euch nochmal ein Update aus dem Container. Wir befinden uns immer noch vor der RWE-Zentrale in Essen und wir werden so lange hier bleiben, bis das Moratorium unterzeichnet ist. Wir geben euch jetzt eine kleine Tour durch den Container. Und zwar haben wir hier so ein paar Helme, wir haben Wasser mit drin, Klo gibt's auch. Hier sind so Messgeräte, die uns unter anderem Sauerstoff und CO2 anzeigen, aber auch die Temperatur, es wird hier immer wärmer drin. 28 Grad haben wir inzwischen. Erste-Hilfe-Pack, Gehörschutz, Feldbetten. Ganz für den Notfall haben wir auch Sauerstoffflaschen und Feuerlöscher. Ansonsten befindet sich hier drin noch so zwei Kisten mit Essen und genau mit Isomatten und Schlafsäcken. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann meldet euch gerne über die Kommentarfunktion.